Ja, eigentlich ist es ja ganz einfach hier mit der Finanzierung. Ja, ihr finanziert uns. Also durch eure Spenden können wir das hier alles lösen und machen. Wir können Sendungen produzieren und das ist auch irgendwie die neue Welt. Also wir machen ein Angebot und ihr sagt, wow, dafür geben wir euch was. So funktioniert das Ganze und ja, wir danken jedem, der uns schon unterstützt und alle, die es noch nicht tun, schaut doch mal, welche Möglichkeiten es gibt. Danke, danke, danke. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu unseren Fragen und Antworten zu unserer Sendung Die große Doppelmoral. Wasser predigen und Wein trinken. Herzlich willkommen heute aus Fellbach. Guten Abend. Hallo. Meine Gäste heute Abend hier im Goldbergwerk Kay Ray. Hallo Kay. Hallihallo. Mensch, habe ich mich gar nicht an Ladies First gehalten. Joanna Kotar. Thomas Stimmel. Und Professor Michael Mein. Hallo. Ich bin gespannt auf eure Fragen hier in Fellbach. Wir haben schon eine, habe ich gehört. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich bin die Nicole und erstmal danke für die schöne Runde. Und was mir so fehlt, ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, wer bestimmt halt zurzeit in Deutschland die Moral? Weil so wie es jetzt gerade läuft, passt es mir und bestimmt auch vielen anderen nicht. Also wer bestimmt gerade in Deutschland die Moral? Nicole, ist das eine Frage an jemanden Spezielles? An die große Runde, ja. An die große Runde, an Ihren Frau Kotar. Wollen Sie anfangen? Wer bestimmt denn das Ganze? Das ist eine gute Frage. Im Moment, wir hatten ja den Marsch durch die Institutionen seit den 68ern. Und das ist jetzt die Elite, die von oben bestimmt, was man in Deutschland sagen kann, machen kann oder nicht. Das sind die Medien, das ist die Politik, das sind die Menschen, die da mitmachen und sich nützlich machen und da mitspielen. Es ist der große Mainstream, der bestimmt, wo es lang geht. Und dann liegt es an uns zu sagen, nee, wir machen da nicht mit. Und es gibt eine Gegenöffentlichkeit und dass die dann auch lauter wird. Und die Kultur natürlich. Viele Künstler, also wenn man braunen Rasen hat, kommt Udo Lindenberg und gibt ein gratis Konzert gegen rechts. Also viele Kulturleute, viele Künstler unterstützen das alles. Und von da kommt es auch. Ich würd sagen, die Künstler sind wahrscheinlich nur die zweite Instanz. Die erste Instanz dürften die Leitmedien sein. Wenn wir Tagesschau einschalten, Süddeutsche Zeitung lesen, dann beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse. Das ist ein Begriff von Ulrich Beck, mit dem ich in München lange an der Fakultät zusammengearbeitet habe. Ulrich Beck sagt, Herrschaft ist heute, Wirklichkeit definieren zu können. Und wir beobachten in den Leitmedien, wer hat es geschafft, seine Themen dorthin zu bringen und vor allen Dingen, wer hat es geschafft, seine Moral dorthin zu bringen. Und das Konzept Definitionsmacht wird sofort einsichtig, wenn man sich vergegenwärtigt, dass schon Macht nötig ist, um Ostsee-Pipelines zu sprengen. Die größere Macht liegt aber da, wo darüber entschieden wird, ob wir darüber reden und wie wir darüber reden, mit welcher Moral wir darüber reden können. Und die Künstler, Udo Lindenberg mit seinen Konzerten gegen den braunen Rasen da in Hamburg, der beobachtet, was in der Tagesschau von der Moral vertreten wird und dann hängt er sich einfach an, weil er weiß, dass ihm dann Auftrittsplätze, wahrscheinlich Orden, irgendwelche anderen Ehrungen durch die Politik sicher sind. Wahrscheinlich beobachten auch Bundestagsabgeordnete, welche Moral da vertreten wird. Die sind, glaube ich, nicht die erste Instanz, sondern das passiert noch an ganz anderer Stelle. Und ich bin ja als Medien- und Wissenschaftsforscher eigentlich an beiden Stellen dran. Ne? Die Universitäten produzieren die Formeln, die dann von den Journalisten, von den Leitmedien sozusagen in kleiner Münze und das Volk verteilt werden. Auf
der anderen Seite haben wir ja aber auch Politiker, die versuchen, direkt Einfluss zu nehmen. Also wir hatten jetzt die CDF-Journalistin, die es gewagt hat zu sagen, die Kernkraftwerkabschaltung ist mit dran schuld an dem wirtschaftlichen Desaster, was wir im Moment haben. Ein Riesenaufschrei bei den Grünen, wie kann sie es wagen? Sie hat das gefälligst zurückzunehmen. Der Wikipedia-Artikel wurde direkt geändert. Da wird dann natürlich auch Druck aufgebaut. Ja gut, da sehen wir, was geht und was nicht geht. Deswegen müssen wir wissen, was mit so einer CDF-Journalistin passiert. Also jeder Normverstoß wird uns auf diese Weise ja nahegebracht und dann überlegt man sich dreimal, ob man jetzt irgendwas gegen Atomkraftwerke sagt. Und ich denke, es gibt ja dann auch noch eine untergeschaltete Ebene. Da denke ich an diese NGOs wie Lipmod, Anita Kahane mit ihrer Stiftung. Also auch sozusagen Institutionen, die dann auch nochmal sozusagen eine kontrollierende Funktion haben oder regulierende Funktion. Gut, aber oder? Die bewerben sich um die Töpfe, die von anderer Stelle bewilligt werden. Man, genau. Lipmod kriegt dann halt, weil sie gut waren bei der, wie ist das erste Ding, Gegneranalyse. Jetzt machen sie, glaube ich, irgendwie Narrativanalysen. Aber die haben halt beim ersten Mal funktioniert und kriegen dann wieder den nächsten Topf. Also die sind auch nur Ableitung von der eigentlichen Macht. Ist es tatsächlich so, wenn Sie das so sagen, Herr Mein, dass es am Ende immer wieder auch nur ums Thema Geld geht? Also ist das so, also wäre das eine einfache Erklärung dafür? Sie haben es eben gerade gesagt von Udo Lindenberg, der dann weiß, dann kriegt er seine Konzerte voll und da sind es jetzt die Stiftungen, die dementsprechend dann wiederum Geld beträgt. Also ist es tatsächlich einfach... Ja, zumindest sollte man das Geld nicht ausblenden. Wir haben in der Pause mit einigen Leuten über die Wirkung von Propaganda geredet. Ja, natürlich haben wir mittlerweile Techniken, die es leichter machen, Menschen zu manipulieren. Aber man muss immer auch auf die wirtschaftliche Basis gucken, auf das, wovon Künstler zum Beispiel leben. Weiß nicht, wie es bei Kay Ray jetzt ist. Wahrscheinlich bist du eher außerhalb dieser staatlich finanzierten Institutionen unterwegs. Und wenn du in steuerfinanzierte Theater gehst, dann hast du wahrscheinlich eher Probleme mit deinen Auftritten. Aber es gibt ja viele Künstler, die von Staatsgeldern leben. Die werden dann halt sehr genau beobachten, was gerade geht, zum Beispiel bei Atomkraftwerken. Also man sollte das Geld zumindest nicht ausblenden, aber es ist, denke ich, nicht nur Geld. Danke an die Frage von Nicole. Haben wir eine weitere Frage hier in Fellbach? Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Daniel aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Und meine Frage an Professor Michael Mein lautet, was mit dem YouTube-Kanal Im Gespräch passiert ist. Ja, das ist eine gute Frage, weil die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Also der YouTube-Kanal Im Gespräch war ein Nachfolger von KenFM, wo es ja auch eine Sendung Im Gespräch gab. 21 gelöscht, der komplette Kanal mit 500.000 Abonnenten, all den Kommentaren, die es dazu gab. Und die Gespräche selber sind ja auf der Apollut-Seite weiter im Archiv verfügbar. Man hat dann nach der leichten Lockerung der Zensur mit dem Kanal Im Gespräch einen Neustart gemacht, ohne das Apollut zu nennen. Das hat eine Weile auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann beobachtet, dass selbst eher unpolitische Themen oder Themen, die nur bedingt kratzen an den Narrativen, die gerade besonders wichtig sind, wie mein Interview mit der Wissenschaftlerin Heike Egner, sechsstellige Zugriffszahlen hatten. Und da dachte ich schon, okay, zensiert wird ja nur das, was Reichweite hat. Also wenn ich, solange ich 10.000 Zugriffe auf YouTube habe, werde ich da keine Probleme kriegen. Aber wenn ich ein paar hunderttausend Zugriffe habe und dazu noch dem herrschenden Narrativ widerspreche, dann kriege ich ein Problem. Und das ist jetzt kurz vor Weihnachten, glaube ich, verschwunden. Wahrscheinlich schon im Vorgriff auf den Digital Services Act, der ja anders als das NetzDG, das ja mit relativ moderaten Strafen gedroht hat, 50.000 Euro oder sowas, anders auch als die Selbstverpflichtungen, die in Brüssel unterschrieben worden sind, jetzt richtig harte Strafen androht. Und wenn man ab Februar 24 als Digitalkonzern damit rechnen muss, so ein Verfahren von der EU angehängt zu bekommen, dann wird man zur Zensurmaschine. Was haben wir beim NetzDG schon erlebt? Schon da ist ja im vorauseilenden Gehorsam gelöscht worden. Wir haben die Corona-Gipfel erlebt, wo Steffen Seibert, damals Regierungssprecher, sich im Juni 20 mit Facebook, Google, auch mit Korrektiv ja getroffen hat, wie man heute weiß, um einfach die Narrative abzustecken, die auf diesen Kanälen nicht mehr gespielt werden dürfen. Jetzt mit dem Digital Services Act haben wir halt noch einen anderen Zugriff von Brüssel. Wird in Deutschland ja auch über das Digitale Dienstegesetz und das Bundeskriminalamt, die mit 450 Planstellen rechnen, umgesetzt werden. Also da sind die einfach schon vorauseilend dabei gewesen. Ich meine, die Gespräche gibt's ja noch auf der Apollut-Plattform, aber YouTube ist halt mit über 90% Zugriff, ist das schon eine Macht. Also ich glaube, das ist ein Zehntel von dem, was wir an Zuschauerzahlen über die Apollut-Plattform bekommen gegenüber YouTube. Das ist schon ein herber Verlust, dann auch wahrscheinlich an Spenden und Ähnlichem für Apollut. Ich arbeite da ja als ehrenamtlicher Interviewer. Hab da also kein Einkommen oder sowas.
Danke für die Frage. Haben wir eine weitere hier im Publikum? Schönen guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend, ich bin der Hartmut. Hallo Hartmut, herzlich willkommen. Am Neckar. Ich hätte an die Frau Kotar eine Frage. Zunächst mal ist es erfreulich, dass es übrigens eine Bundestagsabgeordnete gibt, mit der man vom gesunden Menschenverstand reden kann. Sie haben einige gute Aussagen heute Abend getroffen, wo bestimmt jedem hier im Raum gefallen haben. Ich gehe davon aus, dass wir uns da einig sind. Und mich würde interessieren, hätten Sie einen Tipp, einen Vorschlag, wie man dieses System aus dem System raus ändern könnte? Gibt es Verbündete im Bundestag? Haben Sie da irgendeinen Tipp, irgendwas, was uns allen hier irgendwie helfen würde? Schwierig. Also Verbündete im Bundestag, nein, kann ich Ihnen sagen, habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir aus dem Bundestag das ändern können. Was ich gelernt habe, es geht den Leuten immer um Wählerstimmen. Gerade den Direktkandidaten, die gewählt worden sind, denen geht es um Wählerstimmen. Und alle meine Kollegen haben Wahlkreisbüros vor Ort. Das heißt, sie haben Bundestagsabgeordnete, die für ihren Kreis verantwortlich sind. Und das sage ich auch immer den Leuten, mit denen ich im Moment im Kontakt bin, weil ich Bitcoin im Bundestag gemacht habe und das Thema Bitcoin im Bundestag nicht präsent ist. Ich meine, ihr müsst zu den Abgeordneten gehen. Macht euch Termine in den Wahlkreisbüros, geht hin mit den Problemen, die ihr habt, geht hin mit den Sachen, die euch auf dem Herzen liegen und macht denen klar, das ist hier eine Wählerstimme. Und wenn das nicht nur einer macht, sondern viele machen, nicht diese Spam-E-Mails, das Hunderte im E-Mail-Postfach liegen, das liest kein Bundestagsabgeordneter. Persönliche Gespräche zu dem Thema, die sie bewegen und dann gehen sie dahin und machen und was für Lösungsvorschläge haben sie. Und dann, wenn er sagt, haben mich noch nicht beschäftigt, kein Problem, ich komme in 4 Wochen wieder. Weil dann geht's an die Wählerstimmen. Und wenn das ganz, ganz viele machen, dann bewegen sich die Politiker. Nur dann bewegen sie sich. Und da ist jeder gefragt, tatsächlich selbst aktiv zu werden, zu sagen, okay, ich guck mal, wer ist denn für mich verantwortlich? Wer ist denn für mich in der EU verantwortlich? Wer ist denn für mich im Bundestag verantwortlich? Und dann gehe ich mal hin und frage ihn mal, wie steht er denn zum Digital Service Act? Frage ihn mal zu all diesen kritischen Sagen. Frage ihn mal, wie steht er denn zur Corona-Aufarbeitung und wieso er das nicht möchte? Und klar machen, da gibt's halt keine Wählerstimmen mehr. Sie haben, wo Sie eben gerade das Thema Bitcoin angesprochen haben, Sie hatten auch mal ein T-Shirt getragen mit Bitcoin drauf. Da gab es da einen Ordnungsruf oder irgendwie? Nein, es gab auf jeden Fall eine Bemerkung. Es gab nur einen Hinweis, dass ich doch hoffentlich das nonverbale Zeichen jetzt nicht in verbale Kommunikation ummünzen möchte in Sachen Bitcoin. Aber da ging es tatsächlich um den digitalen Euro, der, wenn wir Pech haben, 28 kommen wird. Und das ist dann Überwachung, die wir uns nicht vorstellen können, die dann damit möglich wird. Und das dagegen habe ich angesprochen. Und wer sich mit dem Thema Geld beschäftigt, weil gesagt haben, ist Geld ein Thema. Das Geldsystem ist eines der Probleme auf der ganzen Welt. Das ist das Problem, was wir angehen müssen. Dass wir wirklich mal gesundes Geld brauchen, das den Politikern eben nicht die Möglichkeit bietet, ständig Geld nachzudrucken und zu sagen, ist ja kein Problem. Wir lösen die Probleme, indem wir Geld drucken. Und deswegen habe ich das Bitcoin-T-Shirt getragen, weil meiner Meinung nach wäre das die Lösung. Okay. Eine Frage schließt sich noch an, bevor wir, also ich darf auch Fragen stellen, muss ich mich auch melden oder ich guck mal gerade, also ich hätte noch eine. Grundsätzlich nochmal, wenn Sie im Bundestag eine Rede halten möchten, zu welchem Thema auch immer, das würde mich immer interessieren, wie läuft das ab? Muss ich das einreichen? Muss ich auch das Thema einreichen? Muss ich auch die Rede einreichen? Also es ist unterschiedlich. Wenn man innerhalb einer Fraktion eine Rede hält, dann wird der Ältestenrat bestimmt die Tagesordnung des Bundestages. Das heißt, sie bekommen dann am Freitagabend vor der Sitzungswoche den Plan zugeschickt, was sind denn die Themen für nächste Woche, was steht denn an, welche Gesetze stehen an, welche Anträge von den Parteien. Und dann muss man in den Fraktionen besprechen, wer hält denn die Rede dazu. Das sind meistens die Fachpolitiker, die sich dann einigen müssen, wer aus unserem Arbeitskreis hält denn die Rede. Als Fraktionslose habe ich wirklich die große Chance und die Möglichkeit zu sagen, ich kann zu allen Themen reden, die mich interessieren. Ich persönlich muss das bei der Bundestagspräsidentin anmelden und sagen, ich möchte hier 2 Minuten haben. Ich bekomme nur 2 Minuten als Fraktionslose. Bei allen anderen meldet dann die Fraktion. Ach so, das ist dann, weil man fraktionslos ist, bekommt man 2 Minuten. Genau. Und jemand anders bekommt aber 10 Minuten, bekommt wenn er dann, was ist. Wenn er Minister ist oder 4 Minuten. Das geht nach Verhältnis, nach Mehrheitsverhältnis. Die größte Fraktion hat natürlich die meisten Minuten Redezeit. Okay. Und dann staffelt sich das und wir Fraktionslosen, wir sind halt am Ende der Nahrungskette und bekommen dann noch 2 Minuten. Okay.
Aber so funktioniert das. Okay. Wir müssen die Reden nicht vorher einreichen. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Parteien ist. Bei der AfD war auch bei strittigen Themen wurde mal gefragt, was ist denn die Richtung deiner Rede? Weil es ja schon vorgekommen ist, dass einer eine Rede gehalten hat, die ganz woanders hingegangen ist. Aber normalerweise wird da nichts angereicht oder kontrolliert. Okay, eine Rede im Bundestag. Kommt mir gerade so als Idee. Ach nee, das hat Wolf Biermann schon gemacht und der hat das ganz gut gemacht. Okay. Haben wir eine weitere Frage? Schönen guten Abend, hallo. Ja, hallo, ich bin der Thomas. Frage an alle mehr oder weniger, weil das jeden Bürger betrifft. Ich höre jeden Tag, wir haben zu viel Bürokratie. Und wir sind alle für Entbürokratisierung. Das ist ein ganz tolles Thema. Das hörst du sogar von Grünen, die haben das jetzt auch versprochen. Und wenn ich dann einen Tag später ins Internet schaue oder eine Zeitung aufmache, dann ist wieder ein neues Monstergesetz im Gespräch und wieder eine neue Monsterbürokratiebehörde soll entstehen. Und die ganze Denkweise dieser Leute, finde ich, geht schon immer so kompliziert. Wir müssen also die optimale Gerechtigkeit haben. Da müssen wir die berücksichtigen und die berücksichtigen. Und zum Schluss haben wir hier wieder 700 Beamte, die das Ganze organisieren. Und wie kommen wir aus der Nummer raus? Also so wie es uns versprochen wird, kommen wir ja nicht raus offensichtlich, weil es ja immer mehr wird. Meine persönliche Theorie ist einfach die Anzahl der Leute, die diese Gesetze und Regeln machen, halbieren. Dann haben wir auch die halbe Bürokratie ganz automatisch. Ich weiß nicht, ob das geht. Herr Stimmel, wollen Sie dazu antworten und dann Frau Cotard, oder? Das würde ich gerne an Frau Cotard delegieren. Okay. Sie ist da mehr im System verhaftet. Also ich glaube nicht, dass die Hälfte des Bundestages weniger Gesetze beschließen würde. Ich bin aber sehr dafür, Minimum auf die Hälfte, wenn nicht sogar ein Drittel zu sagen, wir brauchen die ganzen Leute nicht. Tatsächlich sind das so Floskeln mit der Bürokratisierung, mit der Digitalisierung. Wir haben es alle gemerkt, die meinen das gar nicht ernst. Man muss Tabula rasa machen. Das ist einfach so. Ich sehe das, beobachte das mit wirklich Spannung, was in Argentinien gerade passiert. Da ist ja Milei gewählt worden, der von sich sagt, er ist ein Marktradikaler, er ist ein Anarchokapitalist, der mit einem Gesetz 380, glaube ich, abgeschafft hat und in der Long Run 10.000 abschaffen möchte. Das geht nur, indem man radikal rangeht an die Gesetze und sagt, wir holen uns vielleicht einen Punkt in der Vergangenheit, wir setzen da auf Null. Und dann gucken wir mal, wo wir nachbessern müssen. Aber das geht nicht, indem wir hier klein bisschen und da ein klein bisschen und das wird nicht funktionieren. Das geht tatsächlich nur mit der Kettensäge durch und sagen ab und dann fangen wir bei den Ministerien an und gucken mal, welche Ministerien wir nicht mehr brauchen. Ein Bauministerium, seit wir das haben, wird sehr viel weniger gebaut in Deutschland als vorher. Wozu haben wir das Bauministerium? Also da kann man wirklich ordentlich aufräumen, wenn man das angeht. Nur so wird es funktionieren. Und da würde ich aber fragen tatsächlich, weil wir haben ja noch eine Ebene drüber, nämlich Brüssel, das Konstrukt der EU. Das ist ja eigentlich das große Bürokratiemonster. Ja. Wie würden Sie da die Gewichtung bewerten? Weil das ist ja eigentlich das Thema, was wir haben. Ich glaube mittlerweile 60.000 Beamte, die in Brüssel tätig sind. Das ist ein absolutes Bürokratiemonster, was das da ist. Und diese Dexit-Diskussion hat ja einen guten Grund, dass man raus möchte aus der EU. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, aus der EU auszutreten. Wir müssen es einfach zurückfahren auf das, was mal war. Wir hatten ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in der man wirtschaftlich zusammenarbeitet. Das ist das, was uns Frieden gebracht hat. Das ist das, was uns Wohlstand gebracht hat. Nicht dieses Bürokratiemonster, was wir jetzt haben. Und wenn wir Parteien haben, die dann in Verantwortung kommen auf europäischer Ebene, die sagen, wir fahren das zurück. Zusammenarbeit, wirtschaftliche, da wo es Sinn macht, Grenzschutz. Die Außengrenzen der EU zu schützen, das ist ja die Aufgabe, wo alle Staaten tatsächlich zu sagen, da macht es Sinn. Und da müssen wir halt wirklich zurückfahren und alles andere, was Staaten, Nationalstaaten für sich klären können, das Subsidiaritätsprinzip, das, wie die EU mal angefangen hat, was man uns versprochen hat, genau dahin wieder zurückkehren. Nur so funktioniert das. Mir kam eben noch mal gerade ein Gedanke, und das passt eigentlich auf alle Themen und das passt auch zu dem, was wir hier, oder auf alle Fragen und zu dem, was wir auch den Abend besprochen haben in der Hauptsendung. Nämlich am Ende geht es doch wiederum darum, dass jeder auch die Verantwortung dann übernimmt, jetzt am Beispiel der Informationen, so wie Sie das gesagt haben, Herr Mayen, wenn jetzt plötzlich dieser YouTube-Kanal verschwindet. Da hat man ja zwei Möglichkeiten. Man hat die eine Möglichkeit, das zu akzeptieren,
und zu sagen, ja, okay, doof, ist weg. Oder aber ich mache mich auf die Suche, gibt es eine Alternative? Sie sagen, es gibt diese Gespräche an anderer Stelle, jetzt einfach nur als ein Beispiel. Das setzt aber voraus, dass jemand selbst verantwortlich sagt, ich möchte gerne das so lange suchen, bis ich es gefunden habe. Also das wäre ja wahrscheinlich auch eine Empfehlung grundsätzlich zu sagen, bei all dem, was da noch in Zukunft kommt und dem, wo wir wieder natürlich auch wie das Kaninchen vor der Schlange dastehen können und uns in den schlimmsten Träumen ausmalen, was da alles noch erfunden wird, um uns das Leben schwer zu machen, zu sagen, der Mensch ist immer erfinderisch gewesen. Ja, vor allen Dingen immer dann, wenn er in Not gerät. Und das haben wir ja ab Dezember 21 bis zum 7. April 22 erlebt. Da war der Mensch in Deutschland ja so erfinderisch, dass er die Impfpflicht verhindert hat, indem er in 1000 Städten jeden Montag zu vielen hundert Menschen auf die Straßen gegangen ist, ohne dass es als Demonstration sichtbar geworden ist. Aber das hat den Druck, ich weiß nicht, Sie haben es live erlebt, war das so? Hat man den Druck wahrgenommen? Ich aus meiner ländlichen Perspektive habe gedacht, wenn selbst in meiner Kreisstadt jeden Montag 1000 Leute da um die Straßen ziehen, dann wird das irgendwas bewirken und hat dann auch was bewirkt. Hat bewirkt, klar. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Es geht dann um Wählerstimmen. Und wenn man, ich war genauso verblüfft, dass in meiner Kurstadt dann plötzlich die Leute auf die Straße gegangen, 400 mit Töpfen und allem. Ich dachte, meine Herren, das ist, da muss man schon. Und das hat tatsächlich bewirkt, dass auch Leute gesagt haben, gut, ich halte mich nicht an das, was mein Fraktionsvorsitzender sagt, sondern ich stimme dagegen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, man muss sich Alternativen suchen. Und die werden ja auch gerade aufgebaut. Sowas wie Nostr zum Beispiel, das ist sowas wie Twitter, eine soziale Medienplattform, die funktioniert ähnlich wie Bitcoin funktioniert. Da gibt es keinen Mittelmann, da gibt es keinen, der tatsächlich das beeinflussen kann. Es gibt Leute, die sich dran setzen und sagen, okay, wir bauen andere soziale Netzwerke auf, die niemand kontrollieren kann, wo keiner von außen Einfluss nehmen kann. Und sowas muss man halt suchen, sowas muss man unterstützen und gucken, okay, wir melden uns da an. Ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwierig, ich beschäftige mich mit dem Thema und dann können wir es aber so groß machen. Und wenn die Staaten dann keinen Einfluss mehr haben, die Regierungen keinen Einfluss mehr haben, dann ist das dann so. Aber diese Projekte muss man unterstützen. Genauso wie es mittlerweile Kommunikationsmöglichkeiten gibt, ohne dass dann ein Mittelsmann dazwischen ist. Man muss nicht unbedingt, wie hießen diese ganzen Go-To-Meeting und sonst was benutzen. Da gibt es auch schon Alternativen, dass man sagt, das ist Peer-to-Peer. Es ist von PC zu PC, ohne das, was dazwischen steht. Das ist, glaube ich, die Zukunft, dass wir sagen, wir müssen uns unabhängig machen und der Regierung die Macht wegnehmen. Kay, wolltest du noch was sagen? Ja, in meinem Fall ist es halt so, ich habe mit Beginn dieser ganzen Ausgrenzung und so einfach begonnen, meinen Apparat kleiner zu machen. Ich habe jetzt einfach eine tolle Assistentin, Managerin, Bookerin, alles eine Person, mit der ich zusammen arbeite. Und ich habe niemanden mehr, der dazwischen geschaltet ist. Das Gerede hört auf und wir wissen genau, Aug in Aug, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und denn in meinem Fall ist es halt ja gerne mal so, dass man gar nicht erfährt. Also man hört, da ist 4 Wochen oder 6 Wochen kein Kontakt mehr mit irgendeinem Theater oder so. Und dann ahnt man schon wieder was. Und wir sitzen nebeneinander im Auto, können direkt besprechen, was ist. Und in meinem Fall ist es natürlich auch wichtig, was hier auch mal erwähnt werden soll, ist meine Familie. Ich habe halt eine wunderbare Frau und eine Tochter, die zu ihrem Vater stehen und sagen, egal welchen Weg du gehst, wir gehen den mit. Das ist auch sehr wichtig. Das ist im Kleinen die Familie, aber auch im Großen eben das, was wir hier erleben, dass wir ja auch immer sagen, das, was wir hier machen, ist nicht nur, dass wir hier eine Talkshow aufzeichnen und dass wir uns gewünscht haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass auch Publikum mit dazukommt, sondern das Interessante ist auch, und das nehme ich auch immer wieder wahr, es findet hier ja auch wirklich Gespräch miteinander statt. Also in vielen anderen Veranstaltungen, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, neulich in der Elbphilharmonie gesessen und da redet keiner mit dem anderen. Und hier reden irgendwie nahezu alle miteinander und gehen ins Gespräch. Und das ist von uns auch immer wieder dieser Aufruf zu sagen, Mensch, wenn wir das anbieten, dann kommt doch. Und es ist nicht nur die Talkshow und es ist nicht nur die Unterstützung für uns und dieses Projekt, sondern es ist auch einfach zu sehen, ich bin nicht alleine und es gibt mehr Menschen, mit denen ich möglicherweise gemeinsam auch was Neues starten kann. Es gibt vielleicht noch einen Aspekt, das Finanzielle.
es gibt ja freie Medien, es gibt ja Leute, die sich trauen, den Mund aufzumachen und ihre Sendungen zu machen, online und Gäste einzuladen. Das ist ja immer mit Kosten verbunden und die rufen ja nicht umsonst nach Spenden und sagen, helft und unterstützt. Derjenige, der das kann, der die finanziellen Mittel hat, sollte das auch machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen Leuten die Möglichkeit gibt, die eben nicht diesen ganzen Apparat haben, die nicht die Staatsknete haben, sondern die von sich aus sagen, es muss sich was ändern und deswegen mache ich diese Sendung und kläre die Leute auf, dass man die auch finanziell unterstützt und nicht nur konsumiert, damit die auch eine Zukunft haben und in Zukunft auch weiter Sendungen machen können. Herr Stümmel, das hören Sie auch gerne, ne? Ja, das höre ich sehr gerne. Ja. Ist in der Tat auch richtig und wichtig. Ja. Und ich möchte auch dazu sagen, dass ich ja in der Zwischenzeit, wenn man sich hier dieses Setting anschaut, einfach so professionelle, tolle Projekte entwickelt haben, die einfach wirklich auch das Niveau haben, ja, eines öffentlich-rechtlichen Sendeformats. Ja. Also das ist erstaunlich. Man sieht, mit wie viel Kreativität und auch Wille Dinge geschehen können. Und was mir jetzt doch noch zu dem Thema Bürokratie gekommen ist, Sie haben von Bitcoin gesprochen, es geht wirklich um diese dezentralen Strukturen. Das merke ich ganz stark. Und auch wenn jetzt das digitale Geld droht, ich meine, es gibt oftmals den Bauern nebenan. Man kann tauschen, man kann Kompetenzen tauschen. Also ich denke, es ist auch eine Zeit, in der wir leben, in der wir mit wirklich Kreativität und Freude ganz, ganz neue, vielleicht auch viel bessere Strukturen und Ideen entwickeln können. Ja? Also ich glaube, es ist gar nicht so notwendig, jetzt immer auf das Alte zu hauen, sondern jetzt wirklich ganz bewusst sogar zu sagen, okay, wir machen es besser, leben es vielleicht auch dann besser vor und möglichst auch erfolgreich und nehmen dann die anderen einfach mit. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt, weil viele fragen ja, was kann ich tun? Warum dauert das so lange? Warum kriege ich die anderen Menschen nicht überzeugt? Warum wollen die nicht mit mir mitgehen? Und ich glaube, wenn man dezentral denkt, wenn man sagt, das, was ich da zu Hause in der Hand habe, dann hat man auch nicht mehr diese Erwartung und nicht mehr diesen Druck, dass ich morgen diese anderen 85 Millionen Menschen irgendwie alle mitnehmen muss. Und dann kriegt man auch wieder mehr Zufriedenheit, weil die Menschen, die um einen rum sind, die bringen einem ja die Energie, die schaffen sowas wie Glück und Zufriedenheit. Jetzt haben wir, ja. Jetzt haben wir quasi eine kleine Talkshow in der Talkshow gemacht und haben wieder eine Frage. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Frank aus Stuttgart. Hallo, Frank. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also nochmal zur EU. Also diese 60.000 haben ja wahrscheinlich zu jedem noch zwei Lobbyisten oder fünf Lobbyisten obendrauf. Dieses Bürokratiemonster, und dahinter steckt natürlich wieder das Geld. Und da sind wir uns ja total einig, dass das Geld eigentlich das Problem ist. Die nächste Geschichte ist diese Selbstlegitimation von der Regierung oder von der Bundesrepublik an sich. Die beschäftigen sich einfach mit sich selber, dass die Pfründe einfach immer irgendwie gesichert werden. Und so kommt man da einfach gar nicht raus. Und da bin ich auch wieder hundertprozentig bei Ihnen. Das muss ein Komplett-Cut sein. Vielleicht ein Tipp für die Community oder die Gemeinschaft, diesen GEZ-Beitragsblocker. Ne? Ich habe mir das letzte Mal angeschaut und da sind so viele schöne Möglichkeiten drin, wo einfach dieses Recht, das uns vorgegaukelt wird, eigentlich gar kein Recht mehr ist. Also ich nenne bloß zwei Punkte. Also die Postzustellung an sich ist gar nicht rechtens und die Gerichtsvollzieher sind gar nicht mehr hoheitlich beschäftigt. Also wer da mehr Informationen möchte, wir hatten Markus Bönnig. Genau, GEZ-Blocker. Genau, in der vergangenen Also Sendung. Wahnsinnig gut. Und man kann es eigentlich für jegliche Situation in seinem Leben nehmen, wenn man einen Strafzettel bekommt oder irgendeine Gängelung, irgendeine Schreiben von den Behörden. Man kann es einfach an sich komplett abblocken. Und dann hat man auch eine Freiheit für sich irgendwann mal und man wird nicht mehr gegängelt. Dankeschön. Dann möchte ich die Runde schließen. Es gibt keine Frage mehr? Nein, bedanke mich. Doch, gibt noch eine. Ja, ja. Dann flitzt Ralf noch einmal schnell rüber. Hallo, schönen guten Abend. Hi. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Katja aus Albstadt. Hallo, Katja. Hi. Meint ihr, es knallt noch so richtig zwischen Deutschland und Russland? Was meint ihr, wenn ihr jetzt so eine Glaskugel hättet, weil es ja gerade so wirklich in die Richtung geframed wird und viele auch in der Hinsicht Angst haben und da auch Angst haben, dass eben da so diese Bubble jetzt mal platzt oder darauf hingearbeitet wird. Was meint ihr? Wer will anfangen?
Naja, wenn Agnes Strack und Maria Zimmermann so weitermachen. Also sagen wir mal so, es gibt, also mein Bauch, mehr weiß ich nicht. Ja. Mein Bauch sagt mir, was die ganzen Themen betreffen in Deutschland, ist das nächste Gewalt. Und mein Bauch sagt mir zumindest nicht uneingeschränkt, dass das nicht knallt, wenn es um Russland geht. Ist interessant, weil ich könnte jetzt noch einen draufsetzen und sagen, wenn man sich mit den Aussagen der medialen Welt beschäftigt, also den spirituellen Aussagen, für die ich mich interessiere, schon seit vielen Jahren, kommt genau diese Information. Ich füge es nur an, weil du gerade Intuition sagtest. Und da war auch immer die Botschaft, nee, diesen Konflikt in der Form, der ist zwar angedroht und der wird auch aufgebauscht, aber der wird so nicht stattfinden. Aber ist natürlich komplett, ja, kann ich natürlich nichts belegen. Ist einfach nur, habe ich immer wieder jetzt gehört aus Informationsquellen, die ich für mich persönlich spannend finde. Ja. Ich würde mich da anschließen. Ich glaube auch nicht, dass es knallt. Aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, Russland ist auch im Moment nicht in der Lage. Also ich war überrascht zu sehen, wie lange das plötzlich in der Ukraine gedauert hat. Ich glaube, der hat sich gedacht, das geht wie mit der Krim. Ich marschiere da durch. Das dauert 2 Wochen, dann ist es vorbei. Und dann hat man gemerkt, hui, doch nicht. Die russische Armee ist gar nicht so stark, wie wir das gedacht haben. Deutschland kann sich das schon gar nicht leisten. Unsere Armee ist ja, möchte ich gar nicht drüber, keine Worte verlieren, wie unsere Armee. Die hat Einhörner und die hat auf die Panzer so Besenstiele montiert, damit es aussieht beim NATO-Manöver, als ob wir Rohre haben und ADAC-Hubschrauber zum Trainieren und solche Sachen. Wir können uns das gar nicht leisten. Die Diskussion, die man davon trennen muss, ist, glaube ich, wie verteidigungsfähig wird Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit tatsächlich nicht aus den Augen verlieren dürfen, wenn wir uns unabhängig machen wollen von den Amerikanern und sagen, okay, wir sind dann nicht mehr dabei. Dann müssen wir aber selbst verteidigungsfähig werden, für egal, was für eine Situation kommen könnte. Und das sind wir im Moment nicht. Und ich glaube, da sollten wir schon ein Augenmerk drauf legen, nicht kriegstüchtig oder was war das Zitat? Kriegsbereit sein, sondern wirklich verteidigungsbereit sein. In dem Fall, die eigene Bundeswehr so kaputt zu machen, halte ich für einen schweren Fehler. Was ich da sehr empfehlen kann, es gibt einen österreichischen Oberst, den Oberst Reisner, der analysiert sehr neutral sozusagen die Entwicklungen, auch jetzt in Russlandkrieg, sehr fundiert. Und es gibt einen am 15. November erschienenen Vortrag von ihm an der Bundeswehr-Uni München, wo er Offiziersanwärtern und Offizieren einen sehr, sehr guten und fundierten Vortrag hält als österreichischer Offizier, der neutral ist, aber selber von sich sagt, er ist moralisch nicht neutral in der Situation, aber militärisch. Und er muss da ganz klare Verhältnisse mal darlegen, nämlich dass dieser Krieg in der Ukraine nicht so funktioniert, wie es von unseren Medien postuliert wird. Es ist ein schrecklicher Stellungskrieg, auf dem eigentlich keine Seite mehr weiterkommt. Und er eben auch nochmal postuliert als Militär, dass diese selbsternannten Militärexperten und auch politischen Militärexperten einfach geflissentlich nicht mehr gehört werden dürften. Und er hat da sehr, sehr viel Applaus von den Offizieren erhalten und Zustimmung. Und ich meine, oder meine Hoffnung wäre jetzt zumindest, dass sozusagen im Militär, also die militärische Expertise einfach durchaus zu dem Schluss kommt und dass eine fortlaufende Eskalation nicht sinnvoll ist. Und es gibt mir zumindest die Hoffnung, dass es sozusagen in den relevanten Stellen im Hintergrund die richtigen Entscheider gibt, die ganz genau wissen, wie weit dieses Spiel getrieben werden kann. Unabhängig, wie man das sieht. Ja. Herr Mein, von Ihnen ein Schlussstatement zu dem Thema? Ich kann auch nach Österreich gucken, zu Milena Preradovic, einen der Profis, die Seiten gewechselt haben und jetzt tollen Journalismus im Bereich der Milieu- oder Alternativmedien macht. Ehemalige RTL-Moderatorin. Unter anderem, ja. 7 Tage, 7 Köpfe zum Beispiel. Jetzt Nacktes Niveau oder Punkt Preradovic. Milena sagt, dass die Zukunft prinzipiell offen ist. Dahin zielte ja die Frage, was wird passieren? Zukunft ist prinzipiell offen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Pessimistisch oder optimistisch zu sein. Wenn wir optimistisch sind, dann haben wir wenigstens eine gute Zeit gehabt, wenn es doch schlechter kommen würde. Ich
kann vielleicht auch noch eine Portion Humor beitragen. Es gab, ich weiß gar nicht, von wann diese Rede stammt, von Ursula von der Leyen, als sie noch bei der Bundeswehr war, mit 7 Kindern und fast so vielen einsatzfähigen Soldaten. Da hat sie gesagt, die Bundeswehr muss diverser und vielfältiger werden. Da gibt es so eine Rede, wir brauchen mehr Soldaten oder Menschen mit Behinderung in der Bundeswehr und mehr Sexualitäten, und das brauchen wir, Diversität. Und ich pflege dann zu sagen, wenn man mal sieht, wie schnell sich die Wahrheit dann so, das anfühlen, wie sich das ändert. Man stellt sich mal jetzt vor, wir brauchen also rollstuhlfahrende Fallschirmspringer, blinde Scharfschützen. Diversität war ja damals total wichtig. Das war das Thema. Unsere Bundeswehr musste diverser werden. Deshalb tendiere ich auch oder plädiere ich für Bombenleger mit Parkinson. Und Grenzschutzsoldaten mit einem Bein und Diplomaten mit Tourette. Also wegen der Diversität. Da habe ich aber gerade noch den Bogen gekriegt. Ja, aber wenn man Russland so nebenbei den Krieg erklärt, dann ist es nicht mehr weit zum Tourette. Also von daher. Ja. Ja. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ich danke ganz herzlich Johanna Kotar, Kay Ray, Michael Mein und Thomas Stimmel. Vielen Dank auch an unser Publikum, an alle, ans Team. Dankeschön, Fellbach. Wir sind mit Fair Talk im April in Hamburg, also gerne einfach mal schauen, wie, wo und wann, und freuen uns, wenn wir euch da einfach auch mal begrüßen dürfen im Publikum. In diesem Sinne, vielen Dank für alles, gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe.